Hallo, mein Name ist Luis Bianco. Ich bin hier am Lake Chateau im Norden von Georgia. Es ist mal wieder an der Zeit, ein Video zu machen für den 1. August 2022, unserem Schweizer Nationalfeiertag. Leider gibt es in der Schweiz auch dieses Jahr nichts groß zu feiern, außer dass man trotz China-Seuche und der dazu passenden Impfungen am Leben geblieben ist. Die unsäglichen ausbeuterischen Zustände in der Schweiz haben sich auch im vergangenen Jahr nicht verbessert, sondern sind auch durch den Russenkrieg und deren Sanktionen noch verschlimmert worden. Nach dem Motto, einen Knieschuss für Russland und zwei für die Schweiz. Aber vielleicht wird es in diesem kommenden Winter in dieser Situation zum Blackout und Gasout kommen. Und es täte einigen sicher sehr gut, eine Zeit in der eiskalten Bude zu sitzen, um mal gründlich und schlau über die eigene Lebenssituation in der sauberen Schweiz nachzudenken und dann endlich zu handeln. Es ist eure Lebenszeit und Lebenskraft, die abläuft. Ihr lasst es noch immer durch kriminelle Parasiten eines Staates aussaugen, statt die Früchte eurer Arbeit in Frieden und Freiheit selbst zu genießen. Nicht mal ein Feuerwerk werdet ihr mehr haben, diesen 1. August. Die meisten von euch erkennen die bescheidene Situation, in der ihr euch befindet, bis heute nicht und sind noch dankbar für die Almosen, die euch gelassen werden. Da wird dann am 1. August mit einer Bratwurst und Alkohol gefeiert und danach geht es hopp hopp wieder schnell in die Sklavenarbeit, denn die hohen Steuern müssen ja von irgendwem bezahlt werden, sodass die Kriminellen vom sauberen Staat dieses sauer und hart erarbeitete Steuergeld dann in aller Welt verplempern und verschenken können, was euch nichts bringen oder gar nutzen wird. Und so ist es eben bis heute noch immer geblieben und jedes Jahr wird es einen Zacken schlimmer. Ich freue mich schon auf diesen Winter hier in den USA im Warmen, um dann die Zustände in Europa online mitzuverfolgen. Nehmt meine Worte zu Herzen und ändert endlich mal was. Es ist endgültig an der Zeit für euch. Gruß aus den USA.